Moin ihr Lieben, ich zeige euch heute, was alles in meiner Putztasche drin ist und gleichzeitig zeige ich euch, wie ich meine Bürsten alle paar Wochen mal wasche. Ich will gar nicht lange weiter schnacken und gehe direkt mit euch ins Badezimmer und dann geht's auch sofort los. Das ist jetzt meine Putztasche und das ist eine von Escadron. Ich mag die total gerne von der Größe und auch von der Aufteilung. Ich muss zugeben, ich habe schon ewig lange diese Tasche nicht mehr sauber gemacht, beziehungsweise so richtig sauber gemacht, denn ich wasche meine Bürsten ab und zu, so alle 4 bis 6 oder 8 Wochen, weil bevor ich die neu kaufe, wasche ich die immer so lange das geht und das ist doch wirklich ab und zu nötig und so hat man einfach viel, viel länger was von seinen Bürsten. Ich habe mir jetzt hier diese Wanne mit warmem Wasser fertig gemacht. Normalerweise wasche ich meine Bürsten in der Badewanne, da das aber leichter hier mit dieser Wanne zu filmen ist, mache ich das heute so. Und als Waschmittel verwende ich ein Flüssigwaschmittel, was ziemlich mild ist, weil ich ja gleich auch Bürsten mit Holz habe und das greift einfach die Borsten und auch das Holz nicht ganz so doll an. Ich gebe einfach davon so eine halbe Kappe rein. Ich werfe jetzt meine Bürsten alle komplett rein. Eigentlich ist es nicht ganz so zu empfehlen wegen dem Holz und dem Leder, aber weil sich der meiste Dreck direkt hier mitten in der Bürste ansammelt, am Holz, schmeiße ich die kurz rein, damit die einwirken können. Ich werde die Bürsten jetzt mit meinen Händen und auch mit den Striegeln richtig schön sauber machen. Man muss nur aufpassen, dass man nicht das ganze Wasser durchs Badezimmer spritzt. Hier seht ihr jetzt einmal das Ganze vom Nahen. Also ich habe auch relativ viele Bürsten, habe ich gerade festgestellt. Und viele benutze ich auch gar nicht so oft davon. Aber ich werde die jetzt erstmal schön sauber machen. Und ich fange an bei denen, die mit Holz sind, damit ich die schnell aus dem Wasser rausnehmen kann. So, diese Bürste hat jetzt genug. Ich tue die einmal direkt hinter mich in die Badewanne, weil da werde ich die gleich gut ausspülen. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr erkennen könnt, welches Pferd ich hier wohl mit als letztes geputzt habe. Jetzt habe ich alle Bürsten sauber gemacht. Die liegen jetzt in der Badewanne und ich wasche die jetzt aus und werde das Wasser einmal wegkippen und dann zeige ich euch mal, wie dreckig das geworden ist. Aber ich lege die jetzt einfach hier alle hin und da können die dann gut trocknen. Und wenn dann alles trocken ist, werde ich zusammen mit euch meine Putztasche wieder einräumen. Das ist aber ganz schön dreckig. Also, dass da so viel Dreck drin ist, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber sieht man mal, es lohnt sich auch, seine Bürsten ab und zu mal zu waschen. Hier habe ich jetzt meine Putztasche und ich räume mal alles raus, was ich nachher wieder reinräumen möchte und lasse den Müll da einfach drin, dann kann ich das nämlich direkt raus zum Mülleimer bringen. Und meine einzelnen Handschuhe. Ich reite so selten mit Handschuhen, deswegen fliegen die hier einfach so rum und den hat Carlsson mal sich in seine Box gezogen, deswegen ist der so angefressen und fliegt hier mit drin rum. Und jetzt ist hier wirklich nur noch Müll drin. Kaputter Strick, abgeschnittene Bämsel von
mein Schabracken. Da habt ihr ja auch schon das ein oder andere Mal gefragt, warum ich das tue. Ich beantworte es hier jetzt auch nochmal. Meine Schabracken bzw. meine Sättel liegen alle sehr gut und daher rutschen die Schabracken nicht. Und da ich meine Schabracken nach jedem Reiten unterm Sattel rausziehe, ist mir das mit den Klettverschlüssen einfach viel zu lästig und deswegen schneide ich sie einfach ab. So, die Tasche ist jetzt ausgeräumt, der Kram kommt noch im Müll und sobald die Bürsten dann trocken sind, räume ich das Ganze wieder mit euch zusammen ein. Die Bürsten sind jetzt trocken. Ich werde euch immer auch so ein bisschen zeigen, was meine Lieblingsbürsten sind und unten in der Infobox habe ich alles nochmal aufgelistet, wo ich was her habe, wozu ich die Links so finden konnte. Vielleicht könnt ihr erkennen, dass es nicht mehr die gleiche Putztasche ist wie noch vorhin. Ich habe hierzu passend Halfter und auch auf der Equitana habe ich mir die Abschlussdecke gekauft und ich finde das so schön mit den Sternen, dass ich unbedingt diese Putztasche noch haben wollte. Ich finde sie so schön und da konnte ich leider nicht Nein sagen. Ich fange jetzt aber auch direkt an mit meiner absoluten Lieblingsbürste. Das ist eine von Crema, von der Marke Showmaster. Ich habe mir die schon das zweite Mal gekauft, wie viele meiner Bürsten. Nach dem Waschen sind die Borsten auch wieder richtig schön auseinander. Und die kann ich nur empfehlen, weil die ist nicht zu hart und auch nicht zu weich. Und ich benutze die eigentlich echt täglich. Und ich könnte eher, glaube ich, auf eine Kadettsche verzichten, als auf diese Bürste hier. Auch von Showmaster sind diese beiden Kadettschen hier. Einmal diese, auch die habe ich schon das zweite oder dritte Mal nachgekauft. Die hat eine gute Borstenlänge und mir gefällt die sehr gut. Auch die Größe ist perfekt für meine Hand. Das ist eine Bürste, die ist auch von Showmaster, die ich eigentlich fast gar nicht verwende, aber irgendwie trotzdem in meiner Putztasche habe. Mir ist die vom Griff her hier oben schon viel zu klobig und die Borsten sind irgendwie auch zu hart. Also wenn ich damit putze, ist der Widerstand total doll und ich kann die echt schlecht dann dabei festhalten. Da verwende ich dann anstelle von der viel lieber diese hier. Die ist von Stübben und dazu habe ich auch noch die passende Wurzelbürste, die ich auch schon das zweite Mal gekauft habe. Die andere verwende ich zum Schabrackenwaschen und die beiden Bürsten mag ich total gerne von Stübben. Hier habe ich noch eine Staubbürste, die hat wirklich ziemlich lange Borsten. Auch hier sind das, glaube ich, Naturborsten oder auf jeden Fall sehr gute synthetische Borsten. Und ich habe die das erste Mal jetzt gekauft, benutze sie aber super gerne. Und die sieht noch so gut aus, also auch nach dem Waschen, das Holz, dadurch, dass es nicht lackiert ist, das sieht man überhaupt nicht und ich finde die echt ganz gut. Ich habe schon einige Staubbürsten gehabt, aber das wäre auch eine, die ich auf jeden Fall nachkaufen würde. Jetzt kommen noch ein paar Striegel. Ich habe einmal hier von Hawker diese Bürsten noch, also Bürsten, Striegel, wie auch immer. Ich habe da auch ein Video schon drüber gedreht, das habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Da werde ich alles zu den Bürsten sagen, deswegen werde ich mich jetzt hier nicht wiederholen. Dann habe ich hier noch einen Gummi- und einen Metallstriegel. Den Metallstriegel verwende ich eigentlich wirklich nur, um meine Bürsten sauber zu machen, weil ich den viel zu hart für die Pferde finde. Gerade wenn meine Pferde im Sommer ja sowieso kurzes Fell haben und im Winter geschoren sind, ist der eigentlich rein zum Bürsten sauber machen. Und diesen Gummistriegel habe ich dann gerade für den Winter, wenn das Fell sehr kurz geschoren ist, weil ich nicht möchte, dass ich auf der Haut dann so rumreibe. Deswegen verwende ich dann so einen ganz weichen Gummistriegel. Und am allerliebsten verwende ich einen Kunststoffstriegel. Der ist zwar fest, aber der hat ganz, ganz weiche Noppen bzw. ganz weiche Kanten, Striegelkanten, wie auch immer man die nennt. Aber den hat Carlsson sich schon ein paar Mal gemopst und der ist schon so zerfressen. Deswegen dachte ich, passt das, wenn ich jetzt sowieso mal meine Putztasche wieder richtig aufräume, dass ich mir einen neuen hole. Und da habe ich mich für einen von Haas entschieden. Der ist ein bisschen weicher, aber ist trotzdem schön pink. Und dann habe ich noch diese Bürste hier gesehen. Ich habe das jetzt auch schon teilweise hier auf YouTube gesehen oder auch auf Instagram. Das ist die Diva von Haas und ich habe mir die in der Girly Girl Edition geholt, weil ich das mit der Schleife so süß fand. Hier in der Mitte ist Lammfell und an der Seite ist es eine Kadettsche. Und ich habe sie noch nicht benutzt. Ich bin so gespannt. Und ich werde euch auf jeden Fall irgendwann mal erwähnen oder mitteilen, wie ich diese Bürste finde. Sieht auf jeden Fall schön aus. Es ist zwar nicht so wichtig, aber sie gefällt mir gut. Und sie passt toll in diese Tasche. Also das sind meine beiden neuen Zugänge. Und jetzt komme ich eigentlich nur noch zu dem ganzen Kleinkram. Einmal meine Bürste. Hier habe ich auch eine von Crema. Die hat hier jetzt so diese ganz normalen Bürstennoppen. Und hier nochmal so ein... Ja, eine Bürste richtig. Die benutze ich auch total gerne. Ist auch schon meine zweite. Das kommt immer alles außen. Hier habe ich meine Schere von Fiskars. Das ist eigentlich ja keine Schere speziell für Pferde. Die habe ich im Baumarkt gekauft. Aber die ist so schön scharf. Deswegen habe ich mich ja für die entschieden. Und da habe ich euch auch einfach den Link unten in die Infobox gepackt. Da könnt ihr ja mal nachschauen. Also wenn ihr eine gute Schere sucht, dann kann ich euch die empfehlen.
Hier habe ich das Evol Haut Repair. Ich verwende es nicht ständig, aber wenn, dann habe ich es gerne griffbereit. Deswegen ist es auch in meiner Putztasche. Ich muss mal gucken. Ich habe bei meiner anderen schon die Taschen so ausgeleiert gehabt. Da passte das alles super rein. Hier ist jetzt noch das Babyöl. Das stecke ich auch an die Seite, damit es auf keinen Fall ausläuft. Dann, was bei mir in der Putztasche niemals fehlen darf, sind Feuchttücher. Damit macht man die Augen schnell sauber und auch die Nüstern. Die sind einfach hier immer irgendwie lose mit drin. Genauso wie Sammy ihr Schubberhandtuch. Ich muss zugeben, in meiner Putztasche herrscht ein kreatives Chaos immer. Aber ich finde eigentlich doch alles recht schnell, deswegen geht das. Die Öffnung ist ja auch recht groß. Hier habe ich jetzt noch das Melkfett. Das muss ich leider auch so mit reinschmeißen, weil das nicht an den Rand passt. Dieser Striegel wird bei mir erstmal in den Schrank wandern. Und jetzt kommt hier noch Mähenspray, was ich auch immer bei mir habe. Dieses ist fast leer, was ich jetzt die ganze Zeit dabei hatte. Und ich habe ein neues von Evol. Deswegen werde ich das jetzt mit in die Tasche reinstecken. Und das war's dann auch schon. Das ist jetzt meine fertig gepackte Putztasche. Die ist ziemlich voll und auch ganz schön schwer. Ich kann mich nicht dazu überwinden, mal irgendwie ein paar Bürsten auszusortieren, die ich eigentlich gar nicht so häufig benutze, weil ich dann doch immer denke, ich brauche sie irgendwann. Aber es passt gerade noch so alles rein. Trotzdem bleibt es am Ende doch immer so bei meiner Lieblingskadetsche und auch bei meiner Lieblingsstaubbürste. Und damit werden meine Pferde dann auch eigentlich schon sauber. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Was mich jetzt noch super doll interessieren würde, ob wir vielleicht gleiche Bürsten benutzen oder auch gleiche Pflegeprodukte, schreibt es mal unten in die Kommentare, wenn ihr genau die gleichen Sachen oder einen Teil von den Sachen auch in euren Putztaschen habt. Leider habe ich es ja nicht geschafft, am Mittwoch mein Turniervideo hochzuladen. Die Aufnahmen sind auch nicht besonders gut, weil es wirklich viel geregnet hat. Aber ich kann euch versprechen, nächsten Mittwoch kommt wieder mein Turniervideo, jetzt von diesem Wochenende. Da habe ich nur einen Tag und nehme Carlson und Sammy mit. Und da werde ich auf jeden Fall ein Video für euch hochladen. Das war es dann auch schon. Hier an der Seite habe ich noch mein letztes Video, das vom letzten Sonntag, wo ich Holly fürs Turnier vorbereitet habe. Schaut auch gerne da mal vorbei. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber das auch gerne tun möchtet, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst, dann könnt ihr das Ganze gerne noch kostenlos machen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und jetzt wünsche ich euch ein gutes Wetter, weil bei uns ist es sehr, sehr schlecht. Und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!